Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New... Ich wollte schon wieder New Vegas sagen, ne? Ich meine natürlich Fallout 4. Was hast du da gerade getan, Dogmeat? Ja, ich wollte nur kurz zeigen, die Alte, die wir in der letzten Folge gekillt haben, lebt natürlich noch. Die habe ich natürlich nicht totgelassen. Ich werde ja keine Unschuldigen töten und dann auch noch speichern. Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Naja, wir gucken mal gerade an der Kochstation, ob wir da vielleicht irgendwas... Oh, ein Blutkäfersteak. Guck mal. Ja, damit. Eichhörnchen am Stiel können wir noch machen. Blähfliegenfleisch. Ach, das ist ja wunderlecker. Das ist einfach... Ah, sowas Gutes habe ich schon lange nicht mehr schnabuliert. So, ich werde mir Getränke aufbereiten. Das Wasser können wir nicht machen, genau. Okay. Super, Wasser ein bisschen aufgekocht. Leckere, gebackene Blähfliege. Bei dem Sekret, das sie haben ins Gesicht scheißen, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lecker, muss ich sagen. Und hier sind wir jetzt. Hier geht's auf die Autobahn, oder vorne ist es quasi ein One-Way-Ticket. Nein! Mami! Na, du Arsch! Wer du bist, ich dich töten werde. Bam! Sag Tschüss zu Kopf. Alter, ich hoffe, das war der erste und einzigste. Der uns so überrascht. Okay, wir sollten mal schnell speichern. Und ist das da vorne tatsächlich mit den Supermutanten? Ich glaube ja. Okay, spannende Musik ist okay jetzt. Aber hier gibt es auch noch mehr von denen, das kannst du mir doch nicht erzählen. Der greift uns doch nicht aus heiterem Himmel an. Oh, das Kabel, guck mal. Wiggle, 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 wiggle. Was ist das? Nix. Ein Häusle, wo man nicht reinkommen. Wo sind wir hier zur Hölle? Okay, da oben brennt schon mal Licht. Ist das jetzt gut oder nicht? Ich weiß es nicht. Sumpfwald. Was? Dogmeat. Das ist schön, wenn du immer bellst. Ich weiß noch nie, wo du hingehst. Achso. Hey, was ist das denn? Wow, eine Maschinenpistole. Alter, Dogmeat. Mutierter Farn. Cool. Farn. Alter, der Dogmeat, ey, haut richtig einen raus. Hier, guck mal, ein Bodensafe. Geil. Okay, warte. Klick. Das wär's. Patronen, Fusionszelle, Gamma-Patrone, Impro-Pistole. Ja, danke sehr. Thank you for the loot. La 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 la. Was ist denn hier los, ey? Voll das enge Haus. Okay, da hoch kommen wir scheinbar nur von außen. Warte mal, dann gehen wir da. Alter, Dogmeat, wenn du mich jetzt noch einmal so erschreckst, ne? Nein! Ich glaube nicht. Ein Ghoul kommt selten allein. Scheiße. Okay, Dogmeat hat ihn. Wir müssen natürlich aufpassen. Der Lärm könnte noch mehr angelockt haben. Wo haben wir denn... Ach, hier. Hol dir! Sehr gut, Dogmeat. Achtung! Alles gut, Dogmeat, alles gut. Da kommt noch einer. Vorsicht. Oh, da kommen noch mehrere. Sag ich doch. Der Lärm hat die ganze Brut angelockt. Okay, pass auf. Da kommt der nächste. Sehr nice. Oh, guck mal da hinten. Warte mal, können wir doch mal unsere neue Waffe ausprobieren, oder? Wenn er stehen bleibt. Ja! Boah, ist die geil. Alter! Hä? Achso. Oh. Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir bleiben jetzt alle mal locker. Wir bleiben jetzt alle mal ganz locker und atmen mal durch die Hose, okay? Auch du, mein Freund. Alter! Boah.
Eine Version der Ghule hier, oder was? Alter, was ist los mit euch? Na, Dogmeat, warte mal. Ah, ich muss die jetzt erstmal auseinandersortieren hier, ey. Boah, was ist hier los? Nein! Nicht schon wieder. Ich muss erstmal ein Stimpack nehmen gerade, tut mir leid. Keine Zeit für euch. Lasst meinen Hund gehen, Mann. Lasst meinen Hund gehen. Elende Brut. Jetzt lauf nach! Mann! Okay, wir brauchen, weil wir können ja mal was essen. Wir müssen ja nicht immer. Wir müssen ja nicht immer Stimpack nehmen. Stimmt, das vergesse ich immer so ein bisschen. Da kommen hier zwei Wasserhallen nämlich genauso viele hoch. Achtung, Dogmeat, Achtung, lässt du mich durch? Danke. Alter, ey. Hier wimmelt es ja nur so von irgendwelchen Ghulen. Wir finden zwar jede Menge neue Waffen und Kram. Hey! Komm mal. Es reicht jetzt mal langsam, Junge. Na los. Stirb. Meine Fresse, ey. Also hier, wir können doch nicht immer das Jagdgewehr nehmen. Ja, lass uns mal das Jagdgewehr nehmen. Wir müssen jetzt die Schrote dafür verwenden. Ich hätte fast gesagt verschwenden. Na gut, Verschwendung ist es ja nicht. Metalleimer, cool. Ach, warte mal, wir müssen noch dringend... Wir haben mal Schrot. Eine Glühbirne haben wir gefunden, genau. Komponentenansicht und dann möchte ich gerne... Alter, das bringt... Hey, warte mal, bringt eine einzige Glühbirne so... Nee. Ha, never ever. Das ist jetzt, glaube ich, allgemein, ne? So, Markierung für Suche, hier. Pam. Sehr nice. Schlosshammer. Was haben wir hier noch? Einen verstellbaren Schlosshammer, Schraubhammer, Penis. So, in der Kiste sind 10 Kronkorken, die nehmen wir natürlich auch mit. Ui. Speichern. Was ist das? Ah, eine Waffenwerkbank. Das ist, keine Ahnung, was das ist. Da unten ist eine Munitionskiste. Da ist nichts. Aschenbecher, Zigaretten. Und besagte Waffenwerkbank. Okay. Hey, was ist das? Ach, das gehört da dazu. Okay. Bei der Waffenwerkbank könnten wir gerade mal... die Planke hier... verwerten. Dann könnten wir... die Impro-Pistole, die Maschinenpistole eher nicht so. Die möchte ich mir ganz gerne erstmal angucken. Zu Hause dann. Ja, liebe Freunde, wir besitzen ein Zuhause. Sanctuary is our home. Okay, da leuchtet ein Licht rot. Dass er toll ist, weiß ich nicht. Rotierter Fahren, danke. Okay, schön die Augen aufhalten. Kronkorkenvorrat, Fusionszellen und Hundefutter. Oh. Überseekoffer, Alter. Her damit! Deswegen hat's da geleuchtet. So nach dem Motto, hol es dir. Es gehört dir, mein Freund. Was denn? Doch mit alles... Alter, wo kommst du denn her? Hallo, alte Pissbirne. Yeah! Stirb! Hey, schon wieder eine U-Bahn-Marke. Ghoul möchte U-Bahn fahren. Ach, guck mal da unten. Hey, hier oben bin ich. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich auch hier unten. Alter, hier sind schon wieder so viele. Nein. Und da kommt auch noch einer. Okay, näher ran. Und dann auf den Kopf. Ja. Ich sehe gerade... Ich sehe gerade, die Stadt hier ist unter Wasser. Wie krass ist das denn? Die gesamte Scheißstadt hier steht unter Wasser. Das ist natürlich krass. Das hat man so gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber guck mal. Was? Dogmeat, wo bist du denn? Ja, wir laufen mal weiter, komm. Ich will mich tatsächlich gesagt nicht mit den ganzen
Ghoulen da aufhalten, die werden schon herkommen, wenn sie was wollen. Was ich mich nur mal frage, ist, wer hat diese Stadt dann hier gebaut? Also wer hat diese... Alter! Die ist komplett unter Wasser, die Stadt da hinten ist ein See. Das ist krass. Ich frage mich nur trotzdem, wer hat die Stadt gebaut, so wie sie jetzt ist, weißt du? Da muss ja irgendjemand... Hi! Da muss ja irgendjemand hingegangen sein. Muss ich gesagt haben, aus der Stadt baue ich eine mit Brücken und so, weißt du? Guck mal. Voll krass. Wir nennen diese Stadt Neapel. Das Neapel der Zukunft. In Gedenken an die Napelaner. Nennt man die Napelaner? Napelesen? Ich habe keine Ahnung. Wie nennt man die Leute, die in Neapel wohnen? Napolitaner? Ich habe keine Ahnung. Alter, das ist ein Staudamm. Krass, ey. Oh, waren wir da oben schon? Ich glaube nicht. Oh, da müssen wir aber hin, ne? Ich glaube, das ist die Anlage, wo wir hin müssen. Um die Raider-Bastarde zu töten. Naja. Okay. So, wo sind wir jetzt hier drüben? Plötzlich? Nein! Alter, jetzt bin ich da schon wieder runtergefallen, ey. Ich könnte kotzen, Mann. Dogmeat, hilf mir hoch. War klar. Geht's da hoch? Ich glaub nicht, ne? Nee. Oh, Dogmeat, erschreckt mich nicht so, Mann. Hier geht's hoch. Sehr gut. Okay. Lass uns mal wohin gehen. Da drüben hin waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Könnte es sein. Level up, such dir einen neuen Skill. Achso, ja, das machen wir gleich. Gleich gibt es ein bisschen Fleisch. Nee, gibt's nicht, aber wir machen das gleich. Jetzt sehen wir uns hier erstmal noch ein bisschen um. Ich hätte gerne aber trotzdem noch die Supermutanten-Base gefunden. Wo Tobi ja, ich zitiere aus den Kommentaren, keine Eier für hatte. Ja, ich hatte keine Eier. Ich. Weißt du? Alter. Was ist das da drüben? Da liegt irgendwas. Da möchte ich hin. Also ich glaube, Bewohner gibt es hier keine mehr. Ich glaube, die sind alle in Ghouls übergegangen. Oder Ghule, besser gesagt. Naja, heißt es ja mittlerweile. Also mittlerweile, das ist schon immer wahrscheinlich so, aber... Ich habe halt immer Ghouls gesagt. Das klang cooler, weißt du? Ghouls. Die ganzen Ghouls standen vor uns. Die ganzen Ghule standen vor uns. Naja, wobei. Ich glaube, Ghule klingt doch besser. So, this one will go into the water. Dogmeat, what have you found? Can I do for you? Ich bin hinterher schwimmen? Ich schwimme hinterher. Der hat was gefunden, Mann. Junge. Wo willst du hin? Hä? Und da ist jetzt was genau, hast du gefunden? Dogmeat? Willst du mich verarschen? Okay, Dogmeat, ich glaube, du wolltest mich verarschen. Dafür gibt's halt kein Futter. So, hast jetzt davon. Nee, wir gehen jetzt eh wieder, wir gehen jetzt nach Hause. Beziehungsweise gehen nicht nach Hause. Was ist denn mit nach Hause? Haha, Hilfe, wo? Ach, guck mal da. Hey, ist das eine Waffe, die da liegt? Warte mal. Moment. Geräuschfalle. Hey, ihr Pisser, ihr habt Fallen aufgestellt. Wo ist die alte Pissbirne? Hey, du hast eine Falle dahingestellt, Mann. Das finde ich echt scheiße von dir. Hast du mich verstanden? Scheiße finde ich das. Mensch, Junge, steht direkt vor dir. Wieso triffst du den nicht? Was ist los mit dir? Oh. Ups. Okay. So geht's auch. Ich wollte eigentlich jetzt erst da hinten diesen Staudamm untersuchen, aber gut, dann gehen wir halt erst hier lang, jetzt wo wir eh schon da sind. Hey, was ist das? Leckerer Pilz. Wer wollte nicht schon immer mal einen Pilz im Baum essen? So ein Baumrindenpilz. Total lecker. Ja, lass uns dann doch erstmal zu dem Pub da vorne gehen. Und immer schön die Augen offen halten.
dass nicht wieder irgendwo so eine gemeine Falle auf uns wartet. Und da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, hier ist ein Pub. Wir speichern und gehen da mal rein. Hi. Na, guten Morgen. Was gibt's denn zu futtern heute? Was steht denn auf dem Plan? Nix, wa? Oh, ein Kürbis und ein Tattoo. Das ist aber lecker. Ein Bild, da geht's noch nach oben. Was haben wir hier noch? Was ist das? Eine Wirbelsäule. Hä? Warum? Warum liegt da eine Wirbelsäule? Nein. Alter. Was soll die Scheiße denn? Ich komme eh hier rein, um mir alles zu nehmen. Ihr könnt mich gerade mal... Okay, warte, wir hauen uns mal... Nee, wir hauen uns noch nicht. Wir trinken erstmal was. Ich glaube, trinken oder essen ist ganz gut. Gerade überlegt, ob wir uns vielleicht ein Ding ins Reinhauen. Hier so ein Red Away, aber ganz ehrlich, das bringt eh noch nichts, weil wir müssen gleich nochmal schwimmen. Ich möchte nämlich tatsächlich wirklich noch zu diesem Staudamm gleich gehen. Das machen wir auch gleich noch. Wir könnten uns hier hinsetzen, aber ey, Teddy, wir nehmen mal mit. Ach, den schenken wir Dogmeat zu Weihnachten. So, hier Instapüree und Blamco Mac and Cheese. Oh. Was ist denn das für eine Foltermaschine? Ach, das ist so ein Rührding, Alter, krass. So ein Ständer. Ständer nehme ich immer gerne mit. Aber ansonsten... Hey, Fernseher mitnehmen? Nur das geht leider nicht, ne? Eine Lampe. Können wir nicht eine Glühbirne irgendwie mitnehmen? Gibt es hier noch eine Glühbirne irgendwo? Hat hier nicht jemand eine Glühbirne zu verkaufen? Ich glaube nicht. Okay. Na denn, die Sonne geht langsam aber sicher wieder auf. Das bedeutet zwar nicht, dass wir in Sicherheit sind oder so, aber... Wir können unser Licht ausmachen, das ist doch schon mal was. Was ist da los? Oh, streunender Ghoul. Streunender Ghoul direkt voraus, Dogmeat. Kommt kritischer Schaden. Yeah. RIP, Alter, RIP. Oh, eine Schachtel Zigaretten, ja geil. Was haben wir eigentlich für einen Stoff, der mit Schachtel Zigaretten irgendwie übereinstimmt? Bei der Komponentensuche. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer das war. Okay, also bevor wir jetzt hier weitergehen... Ach, hier ist die Brücke, guck mal. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Wir auf jeden Fall gehen jetzt erstmal da hinten... Endlich zu dem Staudamm. Das will ich schon die ganze Zeit noch machen. Und das werden wir jetzt auch als erstes tun. Ach, guck mal da unten. Ah, Harry. Alles fit bei dir. Oh, ich dachte gerade schon, was ist das denn für ein Vieh? Alter, Dogmeat. Mann. Oh, wir sind Assassine, Mann. Assassine auf einem neuen Level. Ezio. Fall Auditore. Hey. Hey. Hör mal. Bro. Ey, bleib doch stehen. Wo willst du denn hin? Ach, was für eine Pissbirne. Jetzt rennt er weg, weißt du? Ich hätte ihn erlösen können. Von all seinem Leid. Aber kann es sein, dass die ganzen Viecher hier respawnen oder was? Weil das sind ja echt viele. Oder sind das extra so viele? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo sind wir jetzt hin? Hey. Oh. Okay. Der muss doch hier irgendwo sein. Ach, da ist er doch. Guck mal. Hey, du alte Pissbärne, hör auf. Ah, bist gestolpert, ne? Scheiße, wenn man kein Hirn mehr hat. Du weißt, was auch scheiße ist? Wenn man keinen Schädel mehr hat. Oh. Okay. Naja, okay, dann nicht. So, jetzt sind wir geschwommen. Jetzt können wir gerade nochmal hier den Stat. Pass auf, dann hauen wir nochmal einen Red Away und einen Stimpack drauf. Pam. Iron Sun wurde nämlich wieder ein bisschen geheilt. Das ist super. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden bei diesem wunderschönen Staudamm. Hallo? Is there somebody at home? Eine Rüstungswerkbank. Ah ja, cool. Ein Gartenstuhl, ein paar Kronkorken. Was? Achso, Schraubenschlüssel, okay. Was ist denn hier unten? Hallo? Alter, ein Schiff? Ey, kann man das Schiff nicht irgendwie... Kann man den Staudamm nicht irgendwie aktivieren und das Schiff da irgendwie rauskriegen?
Wäre doch bescheuert, wenn nicht, oder? Ich will das Schiff haben, Alter. Was er mit dem Schiff alles machen könnte. Die Mutanten mal überhand nehmen, einfach wegfahren. Bitch, please, Alter. Das verstehe ich ja, warum sie das bei Walking Dead gemacht haben, warum sie das bei Walking Dead nicht machen. Das verstehe ich nicht. Gut, ich meine, klar, ist eine Serie, die ja nach dem Skriptbuch arbeitet, ich weiß schon, aber... Aber ich meine, hey. Einfach auf dem Schiff und weg. Da wärst du sicher, mein Freund. Hilfe. Dogmeat, warst du das? Guck gerade, ob es auf dem Schiff irgendwas gibt, irgendwas geben könnte. Nur Erinnerung. Oh nein, ein First Aid Kit. Hey. Ich habe ein First Aid Kit gefunden. Aber ansonsten nur Erinnerung. Schutt. Und irgendeinen anderen Mist, der hier eigentlich nichts verloren hat. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Gefangen. Oh, in einem Spielbug. Okay. Alles klar. Aber das Schiffchen auch mal erkundet, aber es ist tatsächlich keine eigene Ortschaft, dieser Dingens hier, dieser Staudamm. Dum-di-dum-di-dum. Oh, guck mal, welch romantische Szenerie sich hier abspielt. Schau doch mal. Ist das nicht wunderschön? Die beiden. Sie saßen oft hier. Haben gemeinsam geplaudert. Und, naja. Wir... Na, können uns nicht dazusetzen, aber der hat einen Koffer dabei. Guck mal. Ach ja, wunderschön. Dogmeat, komm. Gehab dich wohl und setz dich hin. Wir genießen gemeinsam mit den Herrschaften dort drüben die Aussicht. Oder auch nicht. Naja. So, da vorne haben wir auch ein Schiff. Da unten ist noch nur so eine selbstgebaute Brücke irgendwie. Ist das irgendein Ort da unten? Sollte man da vielleicht mal vorbeischauen oder eher nicht so? Wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal auf die andere Seite vom Staudamm. Weil da drüben habe ich auch noch irgendwas gesehen. Ah, nicht runterfallen. Ah. Okay. Hier ist nämlich zum Beispiel noch so ein Bunker. Betrieb. Weiß ich nicht, ob wir da rein möchten. Ich weiß es wirklich nicht. Hallo? Hey, eine Bierflasche. Mal kurz ihr Licht anmachen. Da. Mondbaden Licht, ne? Mondbaden Licht. Ein Telefon. Ein Klemmbrett. Ich freue mich. Was haben wir hier noch? Ein Haufen Bullshit. Eine Holzkiste. Hey! Auch nicht? Hä? Nein! Dabei war es ein Einsteigerschloss, Mann. Cool. Ein OP-Tablett, ein Vorkriegs, bla blub. Okay. Wunderbar effektiv. Überhaupt nicht. This protective equipment must be warm on this side. Aha. Was haben wir hier denn noch? Schönes Terpentin haben wir hier noch. Ein bisschen Kleber oder so vielleicht. Ein paar Dosen. Ja, Dosen sind auch gut. Stuhl. Ich will den immer mitnehmen. Was wir... Ah, nicht hinsetzen, Mensch. Was soll ich nämlich da... Was soll ich denn da sitzen? Das bringt ja nichts. Oder haben wir nur ein Radio? Guck mal. Hey. Reaktorebene. Okay, ich glaube, da gehen wir gleich mal hin. Aber bevor wir das machen, machen wir hier erstmal noch... wir wollten ja auf Schlösser knacken gehen, ne? Hier Schloss knacken. Du kannst Expertenschlüssel und alle Schlösser einfacher knacken. Okay. Kleber! So, ich würde sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns auf die Reaktorebene des, Staudamms oder so. Hm, keine Ahnung. Wir gucken mal in der nächsten Folge. Bis dahin! Ja, eine weitere Folge von Let's Play Fallout New 4. Warum soll ich denn über Fallout New Vegas sagen? Was ist das denn für ein Scheiß? Naja, in der nächsten Folge von Fallout 4 begeben wir uns auf die Reaktorebene des Staudamms, glaube ich, hoffe ich, denke ich, keine Ahnung. Naja, und schauen wir, was uns da so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Wir hören und sehen uns morgen um 20 Uhr geht's weiter. Bis dahin.
Let's go, boy.